Moin Leute, heute habe ich mal ein Rezept, was sich sogar schon zwei Leute gewünscht haben. Und zwar die Lena und die Kombinchen. Und zwar wollten sie Grießnocker oder Grießklößchensuppe haben. Ich habe auch jetzt schon eine ganze Weile rumprobiert und habe mich da so eher an die klassischen Rezepte gehalten. Habe die einfach auf vegan umgemünzt. Allerdings sind die Klöße dann irgendwie immer zerfallen und haben sich gleichmäßig in der ganzen Suppe verteilt. Letztes Mal hat es jedenfalls funktioniert, habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ja, ich hoffe diesmal auch. Okay, das geht's. Normalerweise werden Grießklößchen nämlich vorher gekocht, sodass sie einen dicken Brei ergeben. Da kommt ein Ei dazu und das wird sozusagen dann die Nockerlmasse. Das habe ich halt mit Lupinenmehl nachgemacht und das ist jedes Mal zerfallen. In diesem Fall werden wir die Klößchen einfach kalt anrühren. Dafür braucht ihr erstmal 100 Gramm Grieß. Wichtig ist, dass es Hartweizengrieß ist. Und 1,5 Esslöffel Seitanfix. Und das jetzt erstmal schön gleichmäßig verrühren, dass ihr keine Klumpen mehr vom Seitanfix erkennen könnt. Und beides schön durchgemengt ist. Dann einen halben bis einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Muskatnuss und wenn ihr mögt, etwas Schwefelsalz. Das mögen ja nicht unbedingt immer alle. Das hat sozusagen so einen leichten Eigeschmack. Also das ist jetzt eine kleine Prise einfach nur. Wieder schön unterrühren. Dann braucht ihr 30 Gramm Margarine und die knetet ihr jetzt schön gleichmäßig in den Grieß rein. Und wenn die Margarine schön gleichmäßig verteilt ist, habt ihr quasi ja, sozusagen Grießkrümel. So sollte das auch sein. Jetzt braucht ihr bloß noch ungefähr 80 Milliliter Sojamilch. Und wieder schön unterkneten. Und damit habt ihr einen schönen weichen Teig. Der kann auf jeden Fall noch ein bisschen stehen und aufquellen. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um das Gemüse für die Suppe. So, ich mache jetzt eine klare Gemüsesuppe und im Endeffekt könnt ihr da ein Gemüse nehmen, was ihr möchtet. Ich habe jetzt hier drei Kartoffeln, ein paar Möhren, ein bisschen Blumenkohl, eine halbe Paprika, eine Zwiebel, ein Stückchen Zucchini, einen halben Kohlrabi und zwei Tomaten. Und im Endeffekt könnt ihr zum Beispiel auch gebundene Suppen nehmen, zum Beispiel eine Kartoffel-Brokkoli-Suppe und könnt da dann zum Schluss die Grießklößchen reingeben. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr lecker vor. Ja, das Gemüse schneide ich jetzt erstmal alles in feine Würfel. So, alles klein geschnibbelt. Ich habe jetzt die Zucchini und die Tomaten in eine extra Schüssel gegeben, weil ich die halt erst später dazugebe, denn ja, die braucht halt auch nicht wirklich lang, bis sie durch ist. Dann braucht ihr einen kleinen Topf mit Wasser, um die Klöße zu kochen. Die habe ich jetzt erstmal voll aufgedreht, damit das Wasser erstmal heiß wird. Aber ihr müsst die Klöße dann später nicht im brodelnden Wasser kochen, denn ja, dadurch zerfallen die auch noch ein bisschen mehr, als sie sollten. Und theoretisch könnt ihr sie auch gleich in der Suppe später gar ziehen lassen, wenn sie fertig ist. Allerdings ist es so, dass doch immer ein bisschen von dem Grieß abgeht und die Suppe sozusagen trübe macht. Und das verhindert ihr halt, indem ihr die Klöße vorher gar kocht und sie dann mit etwas kaltem Wasser abschreckt. Nebenbei können wir jedenfalls schon mal die Suppe fertig kochen. Ein kleines bisschen Olivenöl. Da könnt ihr gleich die Zwiebeln dazugeben. Und kurz mal anstützen. So, wo die Zwiebeln so ein bisschen braun geworden sind, könnt ihr dann die erste Portion Gemüse reingeben. Und dann ganz einfach mit Wasser aufgießen. Ungefähr 2 Liter. Dann könnt ihr gleich mal einen Esslöffel Brühe ranmachen. Und außerdem habe ich hier einen Zweig Rosmarin, den koche ich jetzt mit und nehme ihn nachher ganz einfach wieder raus. So, Deckel drauf, dann einmal aufkochen lassen, runterschalten und die Suppe dann schön langsam durchziehen lassen. So, unser Wasser kocht hier hinten schon. Kann ich jetzt erstmal runterschalten auf geringere Hitze. Der Teig ist jetzt auch schon ein bisschen fester geworden. Da könnt ihr jetzt entweder 2 Teelöffel nehmen und könnt die so aneinander streifen, um damit solche Nockerln zu erstellen.
Oder ihr nehmt einfach einen Teelöffel, damit ihr immer dieselbe Menge habt. Macht ein bisschen was ab und rollt es mit den Händen zu einem kleinen Kloß. Wie ihr das macht, im Endeffekt ist euch überlassen. So, wenn die Grießklößchen oben schwimmen, dann heißt es, sollen sie fertig sein. Ich würde sie meistens trotzdem noch ein bisschen länger drin lassen, da wir die aber nachher sowieso nochmal in die Suppe tun und sie dann noch ein bisschen weiter durchziehen können, ist das auch nicht ganz so schlimm, wenn ihr die ein bisschen zu früh rausnehmt. Also schöpfe ich die jetzt hier nach und nach ab. Und sobald sie abgeschreckt sind, lege ich sie erstmal auf einen Teller beiseite. So, damit sind die Grießklößchen schon mal fertig. Die haben auch jetzt eine recht gute Konsistenz. Das heißt, die würden jetzt nicht so leicht zerfallen, wenn ihr sie jetzt nochmal in der Suppe aufkochen würdet. Allerdings muss die Suppe jetzt erstmal fertig kochen, bis das ganze Gemüse schön weich ist. Also nochmal so 10 Minuten, denke ich mal, auf mittlere Hitze köcheln lassen. Und dann sehen wir weiter. So, das waren jetzt nochmal 10 Minuten. Jetzt gebe ich das andere Gemüse rein. Dann kann ich das Ganze nochmal nach Belieben abschmecken mit Salz oder Gemüsebrühe. So, das Ganze nochmal kurz aufkochen lassen, am besten mit Deckel. So, und jetzt gebe ich einfach die Klößchen rein und lasse sie nochmal ungefähr 5 bis 10 Minuten durchziehen. So, jetzt mal kosten. Ja, wirklich sehr lecker. Haben auf jeden Fall einen sehr guten Biss, die Klößchen. Und ja, wie gesagt, ich habe die ja schon mal so gemacht. Und nach einem Tag, also wenn die wirklich einen Tag in der Suppe durchgezogen sind, dann fand ich, waren sie auch wirklich am leckersten. Also, wenn ihr die mal macht zu Hause, die Suppe, am besten ihr macht die für den nächsten Tag, denn dann ziehen die Klößchen richtig schön durch und nehmen auch so ein bisschen den Geschmack der Gemüsebrühe an. Ihr könnt die Klößchen übrigens auch in süß machen, wenn ihr möchtet, zum Beispiel zu einer Kirschsuppe oder so. Dafür müsst ihr einfach nur Salz und Muskatnuss weglassen und durch Zucker und ein bisschen Zimt ersetzen. Vielleicht ein bisschen mehr Zucker ranmachen, als ihr Salz rangemacht habt. Und dann müsste das Ganze auch funktionieren. Ich habe es jetzt leider noch nicht getestet, aber im Grunde spricht nichts dagegen. Ja, vielen Dank an euch zwei für diesen Rezeptwunsch. Ohne den hätte ich wahrscheinlich die Suppe nicht so oft ausprobiert, bis es dann endlich mal geklappt hat. Und wenn ihr noch andere Ideen habt für Rezepte, die ich mal versuchen soll zu veganisieren, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!